Hallo und herzlich willkommen zu einem Kurier-Talk, einen Tag nach der niederösterreichischen Landtagswahl. Da wurden sehr viele bemerkenswerte Sätze gestern gesagt, beispielsweise, dass es sich nur um multiple Krisen handelt, die Grund für das Desaster der ÖVP sind. Der Spitzenkandidat der SPÖ, Schnabel, will kein Feuer am Dach sehen und die FPÖ sieht das Ende des Absolutismus. Darüber und über viele Auswirkungen, die möglicherweise das auf Bundesebene zeitigen wird, sprechen wir in der kommenden Stunde und zwar mit Christian Rainer vom Profil. Ja. Martin Gebhardt vom Kurier und Klaus Herrmann von der Krone. Was war denn für Christian Rainer das Bemerkenswerteste des gestrigen Wahlabends? Bemerkenswert war, wie genau die Umfragen gestimmt haben, wie sehr die Befragungen während der Wahl gestimmt haben. Und bemerkenswert ist, dass man immer recht hat, wenn man sagt, die FPÖ kommt immer wieder. Martin Gebhardt? Ja, bemerkenswert war für mich vor allem die SPÖ, die überhaupt kein Kapital schlagen konnte, im Gegenteil noch den Abwärtstrend weiter einen Abwärtstrend hat. Und das ist schon überraschend. Klaus Herrmann, das Bemerkenswerteste des Sonntags. Das völlige Leugnen von zwei Spitzenkandidaten, ungegendert, dass sie irgendwas mit dieser Niederlage selbst zu tun haben könnten oder ihre Landesparteien etwas damit zu tun haben könnten. Man kann jetzt sich denken, wen ich meine. Na, dann bitte noch einmal, um es runterzudeklinieren. Meine nicht die Neos und die Grünen und auch nicht die FPÖ, sondern wohl die wahrscheinlich künftigen Koalitionsparteien ÖVP und SPÖ. Wollen wir da mal kurz die Grafik einblenden, um zu sehen, wie veritabel das Desaster oder Ergebnis für die ÖVP ist und für die SPÖ, das Minus etwas kleiner, die ÖVP fast zweistellig verloren, die FPÖ fast zweistellig gewonnen, Grüne und Neos nur marginal. Gehen wir es vielleicht der Reihe nach durch, aber beginnend mit der Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, die fast zweistellig verloren hat. Martin, woran liegt, sie sagt ja selbst, es ist der Bund und es sind die multiplen Krisen, was auch immer darunter zu verstehen ist. Sie hätte möglicherweise auch mit Inhalten punkten können. Ja, aber es ist sicher nicht nur der Bund, es ist schon der Bund auch, weil vor allem die FPÖ es verstanden hat, Bundesthemen im Land zu spielen. Aber im Gegensatz zu früheren Wahlen hat es die ÖVP nicht geschafft, sich vom Bund abzukoppeln. Man hat es versucht mit Niederösterreich-Partei, Blau-Gelb und so weiter. Trotzdem ist es nicht gelungen. Und deswegen kann man nicht alles auf den Bund schieben. Da wurden schon auch Fehler im Land gemacht. Zum Beispiel? Zum Beispiel, dass man selbst nicht Themen setzen konnte. Das Zweite ist, vor 5 Jahren hat der Wahlkampf mit dem Slogan Miteinander gewirkt. Da haben alle gesagt, okay, wir wollen schauen, dass etwas anders wird in der Politik, dass wir jetzt gemeinsam arbeiten. Und vielleicht hätte man sich diesmal schon mehr abgrenzen müssen und auch den Finger in die Wunde der anderen Parteien legen. Ich würde schon sagen, dass es ganz stark der Punkt ist, der Bund ist. Man könnte, wenn man das Wahlergebnis an sich ansieht, sagen, das ist der Kurzeffekt. Wenn die ÖVP jetzt rund was 10 Prozentpunkte nicht ganz verliert, dann ist das ungefähr das, was am Tag nach dem Kurzrücktritt die ÖVP in den Umfragen verloren hatte. Jetzt heißt das noch lange nicht, dass mit Sebastian Kurz an der Spitze sich der Höhenflug erhalten hätte. Mhm. Aber es ist natürlich ganz stark dieser Bundeffekt. Den zweiten Effekt, den ich sehe, auch Bund oder im weiteren Sinne, ist schon Asyl. Mit dem Thema braucht die FPÖ. Die FPÖ braucht das gar nicht mehr nennen. Aber es funktioniert. Und bei sehr vielen Befragungen hört man und sieht man, dass der Grund, warum FPÖ gewählt wird, schon Migration und Ausländer, Ausführungszeichen ist. Wobei mit der Abgrenzung zum Bund, da tut sich die niederösterreichische ÖVP natürlich verdammt schwer. Ist ja ganz klar, der Bundeskanzler ist ein halb Niederösterreicher und ist Bundeskanzler von Gnaden der niederösterreichischen ÖVP oder von Johanna Mikl-Leitner, der Parlamentspräsident, der Innenminister, die Verteidigungsministerin, der Parteigeschäftsführer und noch manche mehr sind allesamt Niederösterreicher oder halb Niederösterreicher. Also die Bundes-ÖVP ist geprägt, die Bundes-ÖVP und vor allem die Bundesregierung ist geprägt von der ÖVP Niederösterreich und sich da abzugrenzen. Ich habe gestern auch selbst im Interview Johanna Mikl-Leitner gefragt, wie groß da, weil sie ja schon kommuniziert, die Bundessituation hat eine Rolle gespielt, aber sowohl von ihr wie von ihrem Vorgänger Erwin Bröll kamen Antworten im Sinne von, aber da sieht man, welche gute Leute wir in Niederösterreich haben,
Also da tut man sich, da sieht man, wie schwer man sich in der Kommunikation tut. Um noch einmal Martin Gern und dann eine Nachfrage, nämlich weil die Herrschaften ja allesamt, egal welcher Couleur sie sind, bis auf die gesiegt haben, nicht Fehler benennen können und ein Eingeständnis, und ich brauche da nicht jetzt die nächsten Tage zu analysieren, sondern sie müssen es ja am Tag selbst auch gewusst haben, und das Minus bei der ÖVP als auch bei der SPÖ war ja gleichsam prognostiziert, genauso wie der Zugewinn der FPÖ, dass man da nicht offen kommunizieren kann am Wahltag selbst, sondern so herumschwurbeln muss. Woran liegt das? Also meiner Meinung nach liegt es am Wahlabend. Man wird sehen in den kommenden Tagen, die werden schon analysieren können, was nicht funktioniert hat. Aber ja. Wird das auch Konsequenzen haben, glaubst du? Personelle naja. Möglicherweise, auch bei teilweise, der ÖVP, vielleicht nicht gleich die Landeshauptfrau, aber... Teilweise muss es Konsequenzen haben. Sie haben weniger Landesräte, also sie haben weniger Mitglieder in der Landesregierung, die ÖVP. Da muss es Konsequenzen haben. Sie verlieren einen Landtagspräsidenten oder eine Landtagspräsidentin. Das ist genauso. Also sie müssen personell einiges machen. Aber sie werden auch schon andere Sachen auch benennen müssen. Weil es ist so, natürlich ist ganz oben steht Asyl, wenn es um die FPÖ geht. Aber diesmal ist meiner Meinung nach ist das eigentlich viel mehr gewesen. Also es gibt so viele Sachen bis hin zu der Thematik, die Herbert Kickl immer geschickt aufgreift, die da oben in Wien und wir da unten, die eigentlich etwas ignoriert werden und wir zeigen es ihnen. Und dann kommt noch dazu, dass 4 Tage vorher der Bundespräsident auch erklärt, dass er vielleicht Herbert Kickl nicht einmal zum Kanzler machen würde. Das war natürlich auch Rückenwind für die FPÖ. Ich kann mich an eine krachende Wahlniederlage der Sozialdemokraten erinnern. Und ich glaube, es war die Obfrau, die dann sagte, die Richtung stimmt. So viel zu deiner Frage, was PolitikerInnen am Wahlabend sagen und wie selbstkritisch sie sind. Die Einzigen, die das üblicherweise recht selbstkritisch sagen oder sagten, waren die Grünen. Das ist lange her, als sie zum Beispiel damals aus dem Parlament. Aber Christian, was glaubst du, die Johanna Mikl-Leitner sagt, ab heute quasi beginnt die Rückholaktion wieder. Wie will man denn Vertrauen schaffen, wenn man es am Tag selbst nicht irgendwie zu einer halbwegs einer Selbstreflexion bringt und wenn man alles auf den Bund schiebt? Naja, man muss unterscheiden zwischen der öffentlichen Darstellung und der internen Diskussion. Mhm. Das Problem liegt, glaube ich, eher in der internen Diskussion, dass in der Partei jetzt relativ wenig passiert. Ehrlich gesagt, ich bin ja nicht Politiker oder Politikerin, mir fiele auch nicht viel ein. Ich bin Beobachter und mir fiele nicht sehr viel zu dieser Rückholaktion ein. Einmal mehr, die FPÖ hat sich immer wieder erholt, ganz egal, was es war. Es war da in den 90er Jahren die ordentliche Beschäftigungspolitik, es war die Abspaltung des BZÖ, es war das Ibiza-Video und die FPÖ kam halt immer wieder, wobei 4% Punkte Vorsprung im Bund bei den Umfragen und damit am ersten Platz, das habe ich in meiner journalistischen Zeit kaum erlebt und weil du am Anfang so ein paar Sätze genannt hast. Sehr spannend ist da schon heute auf Instagram Johann Gudenus, man kann sich ihn erinnern, er war Parteichef in Wien, musste zurücktreten gemeinsam mit Strache. Er postet auf Instagram heute ein Tag heller Freude, ich singe ein Lied auf Udo Landbauer. Also diese Chuzpe, das Liederbuch, die Liederbuchaffäre, antisemitische und ewig gestrige Lieder, jetzt in Udo Landbauer damit zu rühmen, da weiß man, in welche Richtung es geht. Und ich glaube, ziemlich unaufhaltsam. Klaus Herrmann pflichtet dem bei in der Analyse, wohin die FPÖ marschiert, oder ist das jetzt eine Momentaufnahme aus niederösterreichischer Sicht, auch mit der weltpolitischen, geopolitischen Situation ringsherum, also Russlandteuerung? Die FPÖ marschiert wieder einmal. Da passt sie, das ist auch eine Anspielung, aber wir singen wenigstens wieder. Nicht. Mhm. Ich muss daran denken, was gestern Erwin Bröll im Interview gesagt hat, so halb im Spaß, dass die FPÖ ja sich dann doch immer wieder zerlegt oder abstürzt. Die Formulierung genau habe ich nicht im Kopf. Ich glaube, das ist aber so die Grundhoffnung bei der ÖVP, auch bei der SPÖ wahrscheinlich, dass die FPÖ, so sinngemäß, sollen sie ihren Höhenflug haben, sie werden eh wieder abstürzen. Ob das ein Naturgesetz ist, in den letzten 20 Jahren ja, aber ob es ewig so bleibt. Es könnte ja auch den anderen Parteien als Motivation dienen, weil die ÖVP knallt gerade auch nach unten. Vielleicht gibt es da auch wieder eine Auferstehung, so wie die FPÖ. Was auffällig ist und das eben. Das hoffen Sie ja. Auffällig ist, wie sehr sich die FPÖ von der Frage, haben die einen populistischen Spitzenkandidaten abgesondert. Das ist eine Zeile geheißen, mit Herbert Kickl kann die FPÖ nicht steigen. Also wir hatten
Jörg Haider, der zweifellos einer der großen Populisten Westeuropas war oder der Welt in dem, was er getan hat, dann sagte man, mit Heinz-Christian Strache kann das nicht funktionieren, weil das in der Hinsicht ein Abstieg war. Jetzt haben wir Herbert Kickl und die besten Umfragedaten. Also das ist, wenn man die FPÖ als bedrohlich sieht, ein bedrohliches Szenario, weil es inzwischen völlig unabhängig zu funktionieren scheint von der Person, ich hatte noch Norbert Hofer, der ein unglaublicher Charismatiker und Volkstribun ist, Achtung Ironie, hat es auch funktioniert. Er hatte 47% und einmal in einem ungültigen Wahl 49% bei der Bundespräsidentenwahl. Also diese Abkoppelung vom Spitzenkandidaten, von der Spitzenkandidatin in der FPÖ nicht, das erscheint mir besonders gefährlich. Da möchte ich auch daran erinnern, dass viele, ich auch, noch vor einem Jahr oder vor weniger als einem Jahr von einem Kickl-Deckel ausgegangen sind, dass die FPÖ zwar Riesenpotenzial hat, aber dass der Kickl dieses Potenzial irgendwo bei 20 oder leicht über 20% deckeln würde. Nein, ganz und gar nicht. Jetzt schafft die FPÖ in einem Bundesland, wo sie bisher zu allerbesten Haider- und Strache-Zeiten maximal 16% erreicht hat, schafft sie 24, irgendwas. Ja. Aber wenn ich euch jetzt richtig verstehe, dann ist das, was der Haider auch früher plakatiert hat, sie sind gegen ihn, weil er für euch ist. Also dieses Feindbild schaffen, weil du vorher, jetzt kommen wir nochmal zurück auf den Herrn van der Bellen, der eben nicht dezidiert, aber schon über Umwege gesagt hat, er würde den Herrn Kickl als Kanzler nicht angeloben. Das gebietet auch das Amt, diese Freiheit. Was der Martin vorher gemeint hat, Christian, sagst du, dass diese Van der Bellen-Aussage ein Rückenwind für die FPÖ-Wähler war, die sich möglicherweise eben als Protest des Establishment gegenüber dafür entschieden haben? Also geschadet hat die FPÖ nicht. Es wird möglicherweise einige FPÖ-tendierende NichtwählerInnen dazu gebracht haben, jetzt erst recht für die FPÖ zu stimmen. Also geschadet hat die FPÖ nicht, tendenziell bei den Nichtwählern möglicherweise ein bisschen Energie reingebracht. Ja. Ich habe gestern sowohl den grünen Vertreter, den Gesundheitsminister Rauch, wie auch den FPÖ-Generalsekretär Schnedlitz das gefragt, wie war der Van der Bellen-Effekt. Rauch hat davon zu schwurbeln begonnen, dass die Wahlen 2024, dass das wahrscheinlich keinen, das irgendwie vielleicht oder... Er wollte gar nicht darauf eingehen, ob es jetzt einen Effekt auf die niederösterreichische Wahl gehabt hat. Und Schnedlitz hat die Frage einfach umgedreht und hat gemeint, das kann man jetzt nicht sagen, dass diese Aussage der FPÖ geschadet hat. Nachgefragt, davon habe ich nicht gesprochen, sondern positiver Effekt für die FPÖ. Das wollte er nicht zugeben. Zugegeben hat es mittlerweile in einem Posting der Tiroler FPÖ-Chef Abwärtsger, der sich bedankt bei Alexander Van der Bellen, als Tiroler beim Tiroler Van der Bellen für die Schützenhilfe für den Udo Landbauer in Niederösterreich. Was machen wir denn mit der Information, dass die Wahlbeteiligung, wenn es denn so viel Unzufriedenheit gibt, nicht sich in der Nichtwählerschaft widerspiegelt, sondern schon in einer recht guten Wahlbeteiligung von über 70%. Was sagt uns Beobachtern, respektive was soll das den Parteien sagen? Da möchte ich da anschließen. Ja. Wir glauben immer, FPÖ, das ist irgendein charismatischer Spitzenkandidat oder wer neuer, der kommt. Man muss eines sehen. Die FPÖ im Vergleich zu damals, als Haider an der Spitze war, ist mittlerweile in Niederösterreich organisiert. Mhm. Bei der Kandidatenerstellung hat es nur zwei Parteien gegeben, die alle Plätze anfüllen, die für jeden Platz, der frei war, einen Kandidaten oder eine Kandidatin gehabt. Das waren die ÖVP und die FPÖ. Die SPÖ hat es nicht mehr geschafft. Die SPÖ hat einige Bezirke, wo es einfach freie Plätze gegeben hat. Der Unterschied ist nur, die ÖVP hat noch mehr gehabt, weil das hat mit doppelt zu tun, aber diese Organisationskraft hat sie früher nicht gehabt. Und das ist der große Unterschied. Deswegen wird es auch nicht so sein, dass man sagt, okay, wenn jetzt vielleicht der Herr Kickl weg ist, dann ist die FPÖ weg. Das wird nicht so sein. Und die Wahlbeteiligung ist, wenn Sie auch mittlerweile organisieren können und wirklich Ihre Wählerinnen und Wählerinnen auch dazu bringen, dass Sie am Wahlsonntag zur Wahl gehen. Was Sie noch nicht organisieren können, ist die Beisitzer. Aber das ist halt nur, das ist intern. Also da verwehren Sie sich, Sie helfen nicht mit.
aber sie sind besser organisiert wie früher. Aber nochmal auf die Landeshauptfraupartei zurückkommend, können die nicht mehr rennen, können die nicht mehr mobilisieren, organisieren? Oder ist das einfach, müssen wir uns im Jahr 2023 einfach auch mal davon verabschieden, dass es keine absoluten, weil allein bei fast 40 stehen zu bleiben, schafft man ja in keinem anderen Land, bei keiner anderen Partei. Also müssen wir uns nicht einfach mit den, also die Deutschen würden wahrscheinlich sagen, Butter bei die Fische lassen, diese 40 sind immer noch ein Wahnsinn, auch weil danach kommt erst bei 24 der nächste. Das nicht mal organisieren können, hat ja über jetzt schon fast Jahrzehnte der Sozialdemokratie besonders geschadet. Die Sozialdemokratie, die vor allem in Ostösterreich, in Wien, extrem gut war beim Organisieren, sowohl beim Vorstelligwerden an jeder Tür und beim Nachschauen, ob die Leute da sind und dann ohnehin das richtig wählen, aber natürlich auch beim Verteilen von Goodies, was nicht mehr so gut funktioniert, also Goodies bis hin zu Wohnungen. Das hat lange der Sozialdemokratie geschadet. Jetzt könnte man sagen, dass in Niederösterreich, so wie du sagst, wo das die ÖVP nicht kopiert hat, aber sehr gut konnte über die Bünde, dass das in dem Maße nicht funktioniert. Sehr zynisch würde ich jetzt allerdings noch dazu sagen, wenn ich mir die Wählerstromanalyse anschaue, dann ist ja nicht so, dass die Volkspartei ihre Wählerinnen nicht zu den Urnen gebracht hat. Die haben nur dann FPÖ gewählt, weil der stärkste Strom ging ja von der ÖVP, also Volkspartei, offensichtlich angefressen, um das Wort mal zu verwenden. Und darüber könnte man auch nochmal sprechen, was die Emotion ist zur Freiheitlichen Partei. Also ich denke auch, da sind erst einmal sehr, sehr viele hingegangen, die zuletzt eben möglicherweise nicht gewählt haben, aber die jetzt so angefressen sind, dass sie ihr Zeichen nicht mehr setzen, indem sie nicht hingehen, sondern indem sie hingehen und die FPÖ wählen. Ist es nur das Angefressensein oder ist es auch, was ja durch die Migration gleichsam auch ein Thema ist, ist es der Umstand, dass möglicherweise die FPÖ, der Herr Kickl zeigt sich in einer grünen, militärähnlichen Weste, es heißt der Festung Österreich, dass es eigentlich auch um das Thema Sicherheit geht. Das heißt, dass einer, der, wenn es jetzt um existenzielle Dinge geht, egal ob das jetzt Krieg ist oder existenzielle wirtschaftliche Sicherung, der, wo sich die Menschen mit ihrem Sicherheitsgefühl möglicherweise eher abgeholt fühlen, weil der das halt mit einer relativ brachialen Rhetorik auf den Punkt bringt. Wir sollen Russland wieder quasi die Hand reichen, damit die Sanktionen fertig sind. Das sind relativ einfache Botschaften, die relativ gut reingehen. Man sieht das auch aufgrund der Wählerschaft selbst. Ja, es sind viele auch weniger Gebildete, die der FPÖ zugeneigt sind. Also ist es so einfach zu sagen, es ist nur die Unzufriedenheit, die FPÖ so stark macht? Es sind ganz einfache Botschaften. Die drei Botschaften von Udo Landbauer und Herbert Kickl sind, die Corona-Politik war eine Katastrophe, die Klimahysterie ist völlig übertrieben und die Migrationspolitik ist falsch. Dafür muss man wahrscheinlich gar nicht besonders gut organisiert sein als Partei. Ich glaube auch, dass das, was man an der niederösterreichischen ÖVP jahrzehntelang bewundert hat, wie großartig sie organisiert ist. Manchmal wurde es bezeichnet als die bestorganisierte Partei auf der ganzen Welt. Das zählt wohl nicht mehr so. Die Zeiten haben sich geändert. Es gibt so viele Einflüsse, es gibt so viele Kanäle, über die sich Menschen informieren. Da ist es pure Klinkenputzen, wie es halt die ÖVP in Niederösterreich perfekt beherrscht hat oder lange Zeit auch die SPÖ in Wien, nicht mehr so entscheidend. Man informiert sich anderswo und kommt sehr rasch zu einem Bild und das wird dann durch klinkenputzende Partei-Emissäre gar nicht mehr geändert. Wenn man die Social-Media-Kanäle, weil man von denen spricht, ansieht, man muss nur sehen, welche klaren, einfachen und verführerischen Botschaften Herbert Kickl zum Beispiel hat. Der zeigt sich eine ältere Dame umarmend, glaube ich, am Wahltag, während die sozialdemokratische Vorsitzende elegant zurückgelehnt in der Zentrale der Sozialdemokratie mit sehr tollen Eames und Elling Gray Möbeln nachdenklich sich auf Instagram zeigt. Naja, da ist die Message halt ziemlich schnell und klar, und Qualitätsmedien, wie wir sie hier repräsentieren, die nun schon unterscheiden könnten, was war bei der Corona-Politik richtig, beim Impfen gegenüber Russland, die Qualitätsmedien. Wir sind nicht mehr Gatekeeper und haben sicherlich viel davon verloren, was als vierte Säule bezeichnet wurde, aber auch despektierlich gerade von den Freiheitlichen als vierte Macht im Staat. Noch einmal, um auf die Eigenwerbung der Parteien zurückkommend, also einer der wesentlichen Diskussionspunkte beim Herrn Schnabel und der SPÖ waren die Plakate.
War das lustig gemeint, Frage an die Herren, der rote Hanni, oder wem ist das eingefallen und wer hätte es besser einfach die SPÖ am Affischieren der Plakate hindern sollen, damit das nicht nach hinten losgeht? Das große Problem war, dass da Deutsche auch mitgemischt haben. Ja, die haben die geglaubt, man übernimmt das einfach von der SPD. Also der rote Hanni war einfach, auch wenn das Gegenteil jetzt und wenn das Plakat nie gedruckt worden ist, dann. Aber wer auch immer die Kampagne gemacht hat, sie war wirklich grottenschlecht. Ja. Vielleicht nochmal zurück, es passt ja ganz, ganz gut dazu, weil wir davon sprachen, dass Herbert Kickl als Person jetzt nicht mehr ziehen muss. Umgekehrt, Herbert Kickl war natürlich der Redenschreiber von Jörg Haider, Ariel Dreck am Stecken, Musikant zum Beispiel. Der Satz stammte wahrscheinlich von ihm, ich weiß nicht, ob er es bestreitet, also wahrscheinlich von ihm. Also Botschaften verständlich zu machen, das kann und konnte er. Insofern spielt dann Herbert Kickl vielleicht doch wieder eine größere Rolle als Person, als wir das denken. Ich warte nur darauf, dass er sich so plakativ wird, wie wir ihn eigentlich in den letzten Monaten oder im letzten Jahr oft despektierlich gezeigt hatten, nämlich auf einem viel zu großen Pferd der kleine Mann, also als Innenminister. Aber nochmal auf die SPÖ und den Schnabel zurückkommen. Jetzt hat sich der Herr Schnabel dann als die Schützenhilfe aus dem Burgenland geholt, den Hans-Peter Doskozil. Jetzt könnte man meinen, nachdem die SPÖ fast 3 Prozentpunkte verloren hat, jetzt sind alle beschädigt. Also die Randy Wagner, weil sie nicht als Schützenhelferin geholt wurde, der Doskozil hat auch nicht geholfen. Braucht man statt personeller Hilfe möglicherweise jetzt einfach inhaltlichen Input? Und wenn ja, welcher wäre das? Wäre nicht genau diese Zeit, Krisenzeit, prädestiniert dafür, dass die Sozialdemokratie zeigt, was ihr Rezept gegen die Krise ist? Auf die letzte Frage, ja, natürlich, ganz klar. Aber Schützenhilfe? Schützenhilfe, Randy Wagner war ja schon auch zu Wahlkampfauftritten in Niederösterreich. Doskozil war da, Christian Kern war da, also alle sogenannten Granden, kann man das in der Partei noch sagen, aber ja. Das ist auch leicht. Wir haben auch von großen Koalitionen gesprochen. Ich glaube, die Partei, wir alle haben, glaube ich, erwartet, egal wie die Landtagswahl in Niederösterreich für die SPÖ ausgeht, es wird wieder Wirbel geben. Hätte Franz Schnabel, was gänzlich unwahrscheinlich war, aber gehen wir mal rein hypothetisch davon aus, er hätte da 5 oder 7% gewonnen, würde es auch unglaublichen Wirbel geben, weil wie kann einer, der nicht so richtig mit Pamela Rendi-Wagner kann, sowas gewinnen? Am wenigsten wäre wahrscheinlich passiert, wenn er es halten hätte können, dieses historisch schlechteste Ergebnis von der letzten Wahl. Nein, er hat es auch noch untertroffen, obwohl ihm Kern und Doskozil und Randy Wagner und Deutsch und alle anderen geholfen haben. Es zerrt und reißt an der SPÖ immer in alle möglichen Richtungen. Wer nicht dabei war, war Peter Kaiser. Wie das möglicherweise weitergeht. Peter Kaiser war dabei. War er auch dabei, hat auch geholfen. Nur dem internen Konkurrenten von Franz Schnabel geholfen, Andreas Babler. Wie ist der Verfasstheit? Also war dabei, nicht dabei. Gut. Wir reden nach einer kurzen Werbeunterbrechung weiter über das Schicksal der SPÖ. Herzlich willkommen zurück zur zweiten Hälfte des Kurier-TV-Talk nach der niederösterreichischen Landtagswahl. Wir waren gerade bei der Verfasstheit oder den Schicksalstagen der SPÖ. Martin, was hat der Herr Babler jetzt für eine Rolle gespielt? Der Herr Babler gilt an und für sich als jener, der das linke Spektrum in der SPÖ vertritt. Also für eine sehr liberale Flüchtlingspolitik, er wäre für sehr viel Verstaatlichungen. Er hat eigentlich beim Landesparteitag immer große Auftritte gehabt, auch beim Themenrat der SPÖ, und hat sich praktisch seinen eigenen Wahlkampf mit sehr viel Prominenz aus Wien, Lukas Resetarits, Peter Kaiser, Christian Kern, also all die haben mitgemacht, Michael Häupl, noch am Schluss haben mitgemacht. Und das ist jetzt das Spannende, was er damit erreichen konnte. Es ist noch nicht ganz sicher, weil die Vorzugsstimmen nicht ausgezählt sind. Aber es kann auch wieder zu einem nächsten Richtungsstreit in der SPÖ
führen. Also ich möchte momentan nicht der Chef. Das kostet den Christian Rainer einen leichten Seufzer, ja. Weil wir immer so gern von, also weil wir jetzt ja auch sehr lange und ausführlich schon über die FPÖ gesprochen haben und die im rechten Spektrum zu verorten ist. Gestern auch im Öffentlich-Rechtlichen der Herr Schlögl, ehemals Innenminister der SPÖ, gesagt hat, die Zukunft der SPÖ liege darin, eine Mitte-Links-Partei zu sein. Ja, nein, vielleicht ist sie das, muss sie sich neu erfinden oder sollten wir uns von dem Mitte-Links- oder überhaupt Links-Rechts-Schema verabschieden? Und es geht nur mehr um Themen. Lustig, wenn Karl Schlögl das sagt, der damals ja die harte Migrationspolitik vertreten hat. Ja, irgendwie Frage. Ein bisschen frei, ich glaube, er ist inzwischen nicht mal mehr Bürgermeister. Aber ja. So viel, aber ja, er ist nicht mehr Bürgermeister. Ist nicht mehr Bürgermeister, genau. Links-Rechts funktioniert eigentlich nur mehr, wenn man darüber nachdenkt oder wenn wir darüber berichten in der Wirtschaftspolitik. Insofern spielt es dann vielleicht am Rande eine Rolle, Hans-Peter Doskozil, der in dem Sinn eine linke Wirtschaftspolitik nämlich im Burgenland fährt und vermutlich irgendwann einmal auch die Esterhase-Betriebe noch verstaatlichen will. Verländlichen. Verländlichen will. Davon abgesehen geht es natürlich sehr stark nochmal um die Asylfrage, wo man was hätte tun können. Nur da ist das Gegenargument wiederum, und das hat die niederösterreichische ÖVP jetzt zu spüren bekommen, wenn du die FPÖ hast, also die für harte Migrationspolitik, für Xenophobie, für Ausgrenzung steht, dann wird es allen anderen Parteien sehr schwer fallen, da noch was draufzusetzen. Nein, das nützt im Endeffekt, wann immer man das Thema hochspielt als Sozialdemokratie oder als Volkspartei, was ja jetzt auch in Niederösterreich passiert ist. Wer gewinnt? Wer holt dann die Stimmen ab? Wenn Asyl zum Beispiel zum Thema wird, dann holen die Freiheitlichen wieder das Thema ab. Viel leichter wäre es natürlich gewesen, wenn man im Bund oder auch im Land eine konsistente Sozialpolitik, die dann links sein könnte, wenn das schon Wirtschaftspolitik ist, verfolgt hätte oder glaubhaft drüber gebracht hätte, was relativ leicht ist, solange man keine Budgetverantwortung hat, also wenn man im Bund wie im Land nicht ganz, aber doch in Opposition ist. Also da kann man ja alles versprechen. Die Neos tun das ja auch oft, was nicht leistbar ist. Aber in dem Bereich Armut und so weiter hat die Sozialdemokratie halt auch nicht viel zu bieten gehabt. Eine Sozialdemokratie, die sich nicht einmal dazu durchringen kann, zum Beispiel eine Erbschaftssteuer oder eine Vermögensteuer zu fordern, sondern wann immer es passiert, dann Streit und dann zieht sich Pamela Rendi-Wagner wieder von dem Standpunkt zurück. Also eher dort könnte man wohl was machen. Also dass die SPÖ mit der Migrationsfrage überfordert ist? Einfach nicht zu Rande kommt, das wissen wir jetzt seit 10 Jahren, aber trotz Doskozil, Kaiserpapier und was weiß ich, welchen Anläufen, es gelingt einfach nicht. Mhm. Aber was der Christian da schon angezogen hat, dass das Asyl-Migrationsthema in den vergangenen 3-4 Monaten zu so einem wuchtigen Thema wurde, da sagt zwar die ÖVP in Niederösterreich, was hätten wir denn tun sollen? Es ist halt am Markt, aber wir wissen auch alle miteinander als Medienschaffende, von wem das ganz besonders befeuert worden ist in den letzten Monaten. Das war natürlich die ÖVP. Natürlich war es die ÖVP, die immer wieder darauf hingewiesen hat, wie jetzt haben wir schon 100.000 im Jahr 22 und. Völlig übersehend, dass man nicht mehr so wie zu Sebastian Kurz Zeiten dieses Potenzial absahnen kann, sondern dass das total in Richtung FPÖ geht. Dieser Kurzeffekt ist weg, in der Asylfrage zu punkten, weil doch viele Wähler wahrscheinlich eine sanftere Linie wollten. Das ist vorbei. Da kann die ÖVP offenbar kein richtiges Angebot machen und dann geht man eben zum Schmidt und nicht zum Schmiedl. Und gleichzeitig hat die ÖVP in der Regierung scheint ganz viele milliardenschwere Wirtschaftshilfen und Energieteuerungsausgleichszahlungen, Boni, wir können sie, glaube ich, alle gar nicht zusammenzählen und auf den Weg gebracht und auf die Konten eingezahlt. Und auch das hat ihnen nicht geholfen. Also, und gleichzeitig ist der Herr Nehammer, inklusive der Herr Kahner, glaube ich, ist er mehr in der Luft und im Ausland als hier zugegen. Wir bauen Zäune. Es ist ständig nur Migration ein Thema. Wie kann das sein, dass das so fehlgeleitet nirgendwo sich in den Zahlen niederschlägt? Zumindest nicht, dass es so ein Minus ergibt bei der ÖVP. Man könnte sagen, es ist ein strategisches Desaster. Das heißt, Fleischmann und Frischmann müssen wieder zurück? Oder ist es nur die Kommunikation?
Nein, das sind natürlich auch die absoluten Zahlen. Tatsächlich kommen sehr viele Migranten durch oder über Österreich in die, nicht in die EU, sondern aus, entgegen den Schengen, nein, nicht Schengen-Regeln, entgegen den EU-Regeln bis nach Österreich. Also die, es ist nicht das europäische Problem, dass man nicht zurechtkommt mit Migration, spielt der FPÖ in Österreich in die Hände. So wie du gesagt hast, Sebastian Kurz hat das mit zwar in der Sache überhaupt nicht verhindern können, aber indem er Frau Merkel angegriffen hat, die EU angegriffen hat, konnte er damit punkten in fast schon freiheitlicher Manier, weil in der Sache gar nichts passiert ist, wie man jetzt auch sieht. Aber er gemeinsam mit Alexander Schallenberg und Europaministerin Edtstadl im Übrigen konnte zumindest da Signale setzen. Und ein schöner Weg ist das nicht. Wir haben das da nicht unbedingt immer applaudiert, aber dass da die EU als solches versagt, So ist es. Aber weil du angesprochen hast, die Pakete, also wir sind immer sehr kritisch, aber im Grunde genommen hat die Bundesregierung das sehr okay gemacht in der Abfederung der multiplen Krisen. Mhm. Wir haben zu Recht immer wieder kritisiert, wir sind die Weltbesten, Sebastian Kurz einmal mehr, Corona, wollte schon sagen, Leugner, nein, Corona-Impfer und wir holen uns auch noch den russischen Impfstoff und wir holen uns von der EU Impfstoffe, aber dennoch grosso modo gut gemacht. Auch jetzt in dieser Krise, wir haben keinen Gasengpass und so weiter, eigentlich gut gemacht. Es funktioniert nur nicht und dagegen ist vermutlich wirklich wenig Kraut gewachsen, das besser zu kommunizieren. Ich wüsste nicht, wie das funktioniert. Wird die türkis-schwarz-grüne Bundesregierung das kommunizieren müssen? Weil eine Partei, die wir heute noch gar nicht ins Treffen geführt haben, ist der kleine Koalitionspartner der noch großen ÖVP, nämlich die Grünen. Ja, aber ich komme zuerst zur Kommunikation. Bitte. Also ich finde, dass es ganz schlecht kommuniziert wurde für das, was gemacht wurde. Ich meine, wir wissen, wir reden jetzt von der Bundesregierung. Von der Bundesregierung, ja. Wir reden von den Abfederungen der Teuerungen und so weiter. Ja. Nehmen wir ein Beispiel her. Es hat den Klimabonus gegeben, der dann auch wegen der Teuerung sofort mit 500 Euro ausgezahlt wurde. Das war zu einem Zeitpunkt, da haben auch Pensionisten ein anderes Geld bekommen. Es hat keiner mehr gewusst, was er bekommt. Das Zweite ist, der Klimabonus ist ja eigentlich das Geld wegen der CO2-Bepreisung. Der Klimabonus, der Ausgleich, es wurde abkassiert, aber die FPÖ hat vor allem in den ländlichen Gemeinden im Waldviertel eine gezielte Kampagne, eine Autokampagne gemacht. Es ist eigentlich, dass Benzin und Diesel sind nur deswegen so teuer, weil eben Gewässler, CO2-Bepreisung und so weiter, weil die einfach, es hat da einen Spruch gegeben, die Verkehrspolitik wird vom 7. Bezirk in Wien aus gemacht und die wissen halt nicht, wie das ist mit dem Auto. Und das ist wirklich ganz gezielt und da hat eigentlich die Regierung auf der einen Seite nicht erklären können, genau, hallo, ihr habt ja eigentlich schon Geld dafür bekommen und so weiter, das war eigentlich schon verpufft, zu einem Zeitpunkt, wo jetzt zum Beispiel beim Jahreswechsel erneut eine Verteuerung gekommen ist. Aber die FPÖ hat genau gewusst, wo sie reinsticht. Und das ist ein Ding. Und da komme ich auch nochmal zu dem Mobilisieren. Weil eigentlich hat man gesagt, die ÖVP Niederösterreich ist jene, die am besten mobilisieren kann. Und es wurde auch erwartet, dass in den letzten 3 Wochen die Funktionäre ausströmen, die haben ja auch Start gehabt, überall reingehen und so weiter. Ja. Nur was war die Rückmeldung gestern? Die Rückmeldung war, dass sie teilweise nicht mehr zu den Menschen kommen. Also nach Corona und nach vielen Debatten auch in Wien und so weiter. Und womit sie auch ein Problem haben, und das ist fast tagtäglich ist berichtet worden vom ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss. Ja? Das heißt, das Wort Korruption, auch wenn keiner gewusst hat, warum es da mehr geht und so weiter, was überhaupt diskutiert wird. War konnotiert mit. Ja, genau. Und Sie haben gemerkt, zum Beispiel, zur Jahreswende ist aufgetaucht der Wirbel um den ORF Niederösterreich. Mhm. Und das ist sofort mit dem Begriff Korruption und so weiter. Aha, das ist genauso wie in Wien und so weiter. Und die Funktionäre sagen, sie sind einfach nicht mehr durchgekommen, sie sind in Gasthäuser gegangen und die Leute haben gesagt, okay, hört's mal auf mit der Politik, darüber will ich nicht reden. Aber in der Wahlzelle haben sie es sehr wohl getan. Du hast doch die Grünen gefragt, vielleicht kann ich da reingrätschen. Ich finde ja, dass die zweiten großen Wahlsieger neben dem Freiheitlichen die Grünen sind. Die Grünen haben nicht verloren, ich glaube, sie haben sogar ein bisschen gewonnen. Das heißt, die Grünen wurden nicht in den bundespolitischen Strudel der Bundesregierung hineingezogen. Zu erwarten wäre gewesen, dass ohnehin jeder, der regiert, besonders aber in Krisenzeiten wie diesen, verantwortlich gemacht wird für das, wogegen man eigentlich wenig tun kann. Der Juniorpartner erst recht, der besonders abbeißt, wie man bei den Freiheitlichen immer wieder gesehen hat. Das ist nicht passiert. Also, woran liegt es? An der Themenlage? Ich glaube, es liegt stark an der Themenlage, andererseits
schon auch daran, dass die Grünen eben nicht in den Korruptionsstrudel hineingezogen wurden. Aber, weil du sagst, Themenlage, ja, Klima ist das große Thema und das ist für manche Parteien auf die Zukunft gemünzt ein positiver Ausblick, für andere weniger, vor allem für die Grünen. Das Thema Klima wird nicht mehr weggehen. Es hat den Grünen im Übrigen auch nicht geschadet, diese Klimaklebergeschichten, wo sich viele aufgeregt haben. Man hätte erwarten können, das schadet den Grünen. Nein, die Grünen haben auch keine Ohrfeige eingefangen, weil sie viel schweigend mittragen mussten. Und man hat erwartet, dass diese volatile Basis der Grünen, fast alle Grünwähler sind Basis, also die Grünwähler sich darüber ärgern würden und zumindest nicht hingehen, weil man bei der Migrationsfrage und in anderen Fragen jetzt nicht gegenhalten konnte, ist nicht passiert. Aber das Thema Klima wird uns jetzt bleiben. Das heißt, für die Grünen ist sehr positiv zu sehen, einmal mehr strudeln werden. Wir haben über die Sozialdemokratie und die FPÖ heute, Verzeihung, die Sozialdemokratie und die Volkspartei schon gesprochen, die werden sich schwer tun. Die Volkspartei, weil es nicht deren Thema ist, ganz im Gegenteil, weil die Wirtschaft eigentlich immer gegenhält oder man sagt, man könne das technisch machen. Sozialdemokratie, weil die Gewerkschaften auch nicht unbedingt erfasst sind von großem Jubel darüber, dass jetzt grüne Themen gefahren werden. Eine Partei, die gestern auch zur Wahl stand, also eine die auch im Parlament vertreten sind, die Neos, die ja auch leichte Zugewinne verbuchen konnten. Liegt das, apropos Wirtschaft, daran, dass möglicherweise auch die Volkspartei ihre Wirtschaftskompetenz, also ich erinnere, dass die Johanna Mikl-Leitner gesagt hat, Eigenkapital für Häuselbauer, da haftet dann das Land dafür, weil es soll sich jeder was leisten können. Also, dass der einst für wirtschaftliche Ideologien und Haltungen stehende Volkspartei abgerückt ist, um möglicherweise auf Stimmenfang zu gehen, dass das nach hinten losgegangen ist? Oder was war möglicherweise das Momentum, da den Pinken die Stimme zu geben, Klaus Herrmann? Nach hinten losgegangen wahrscheinlich nicht, aber wir haben noch gar nicht darüber geredet, eben was Niederösterreich oder was Mikl-Leitner noch für Sonderpakete für die Niederösterreich zusätzlich zu der Bundesunterstützung. Möchtest du taxativ einmal aufzählen? Also, ich bin im Rechnen nicht so gut, aber da kam noch einiges dazu. Und tatsächlich hört man ja auch immer wieder aus Niederösterreich das Land, und das Land war eben bis gestern die ÖVP, sorgt eh für alles. Das ist so ein Niederösterreich-Klischee, glaube ich. Aber was die Grünen und die Neos betrifft, es sind halt doch nur, beide haben ein bisschen gewonnen, aber insgesamt ist es nicht viel mehr als die Hälfte von der FPÖ. Also sind natürlich Randerscheinungen, liegt auch an der Struktur des Bundeslandes, kaum urbane Zentren, wo üblicherweise die Grünen und die Neos eher zu Stimmen kommen, aber 6,7% für die Neos ist kein großer Faktor. Aber da sind natürlich auch wieder ein paar Prozent dabei, die sonst gäbe es die Neos nicht, vielleicht oder wahrscheinlich die ÖVP wählen würden. Wirtschaftsthemen als solche sind nicht leicht verkaufbar. Es ist nicht gerade so, dass alle KMU-Eigentümer und Eigentümerinnen jetzt ein großes Wählerpotenzial ausschöpfbar machen würden. Und bei den Neos, ich verstehe, dass die Neos jetzt zumindest in der Opposition nicht unbedingt auf dieses Thema setzen, sondern irrlichtern ist falsch, aber versuchen Hände und Füße in alle Richtungen auszustrecken und es nicht unbedingt dort sagen, wir wollen wir sind komplett gegen Steuern und so weiter. Ich habe noch eine Frage, was die wirtschaftlichen Themen und so wie sich die Parteien draufgesetzt haben, kann es auch sein, dass möglicherweise die Bundesregierung auch ein bisschen zu viel alimentiert hat, weil es ja auch die quasi Stammtischgespräche gibt, das zahlen ja alles irgendwann einmal wir. Also kann es sein, dass es auch derer zu viel war, Martin? Was die Johanna Mikl-Leitner versprochen hat? Ja, das ist immer dieser zwiespältige Zugang. Ja. Wir sagen, das zahlen alles wir. Und wenn wir es nicht bekommen, sagen wir, okay, das ist ein Witz, dass wir nicht unterstützt werden. Also das ist immer sehr zwiespältig. Und du kannst das eigentlich theoretisch bei dieser Debatte nur falsch machen. Ja. Meiner Meinung nach war es richtig, dass man geschaut hat, dass man über diesen Winter kommt und dass man nicht wirklich ein Desaster hat, was ja wirklich ausgeblieben ist. Egal, ob das jetzt mit dem Erdgas was geschafft worden ist, egal, oder auch mit den Hilfen bei den Teuerungen. Aber natürlich ist es immer die Frage, wie mache ich das nachhaltig? Wie gehe ich da weiter mit um? Ich persönlich glaube nicht, dass der wirtschaftliche Bereich war, der ÖVP geschadet hat, sondern es war einfach dieses Anti-Establishment-Klima. Ja? Das wird alle rein, wo man auch
Ich meine, es war interessant, es war ja interessanterweise beim Bundespräsidentenwahlkampf, ist kein Wort so oft vorgekommen wie, gehören Sie zum Establishment oder nicht? Ja, wir wissen, Dominik Vlasny, nicht Establishment. Van der Bellen wurde Establishment, wo er sich dagegen sehr gewehrt hat, aber es ist halt schwer. Also ich meine, da bricht schon was auf. Und man musste sich ja nur den Neujahrsempfang der FPÖ in der Neustadt genauen. Die haben ja an und für sich mit dem gespielt. Das ist ja die Geschichte, ja. Das ist das Establishment, aber wir sind die Mehrheit. Ja, aber Sie werden ja dann irgendwann einmal auch zum Establishment, wenn die Zahlen weiter da oben bleiben, haben Sie das Problem, dass Sie dann Teil dessen sind, ja, jetzt ankämpfen. Aber nur, da muss man zum Beispiel in Niederösterreich ist ein gutes Beispiel dafür. Die FPÖ hat es besser verstanden, umzugehen mit den vergangenen 5 Jahren. Weil die FPÖ sitzt genauso in der Landesregierung. Gottfried Waldhäusl, Asyl und so weiter. Mhm. Aber die haben genau getrennt. Der Klubobmann Landbauer konnte sein eigenes Ding fahren. Und dann, der Franz Schnabel hat es nie ganz begriffen, wie das funktioniert. Weil er war Landeshauptfachstellvertreter, hat sich aber immer in die Oppositionspolitik hat die mitgemacht. Also er hat nicht gesagt, das macht der Club, das kann ich trennen, ich kann nicht, weil ich Regierer bin. Und bei ihm hat man plötzlich nicht mehr gewusst, was macht er jetzt. Er hat viele Beschlüsse mitgetragen, bei manchen war er dagegen. Also diese Zwitterstellung, die auf die Person fokussiert war, hat ihm sicher geschadet. Die FPÖ hat eine viel bessere Strategie gehabt und konnte dadurch auch glaubhaft sagen, na, aber eigentlich, wir waren eh da und da dagegen, ja. Und der Landesrat, der muss halt mitgehen, ja. Weil es einen Proporz gibt. Wenn wir jetzt ein bisschen die Zeit noch vordrehen können, Johanna Mikl-Leitner wird mit jedem sprechen wollen, wieder miteinander arbeiten wollen, Arbeitsübereinkommen treffen und wird dann zum Schluss welche Regierung bilden, Klaus Herrmann? Also nachdem die FPÖ so sehr sich festgelegt hat, keinesfalls Mikl-Leitner wieder zur Landeshauptfrau zu wählen und gestern auch lauthals kommuniziert hat, das System Mikl-Leitner ist jetzt abgewählt worden und Landbauer und Schnedlitz und andere auch mehrfach betont haben, keinesfalls Mikl-Leitner wiederzuwählen, wäre es ein fundamentaler Umfaller, wenn sie es nun doch täten, dann bleibt nur Schnabel oder wer immer jetzt in der SPÖ in Niederösterreich dann das Sagen haben könnte. Die Wut ist auch noch viel zu groß bei der FPÖ, weil Herbert Kickl an dem Punkt jedenfalls emotional ist. Also die Rache gegenüber der Volkspartei wegen der Dinge, die im Bund passiert sind, da ist die Freiheitliche Partei wahrscheinlich nicht bereit, Kompromisse zu machen. Und da ist Herbert Kickl zu wenig, Machtpolitik ist falsch, aber zu wenig gelassen, um das Schneefeld von gestern, man weiß es nicht, was du jetzt gerade sagen wolltest. Worauf ich aber noch hinaus, was glaubst du, was ist, wird die Johanna Mikl-Leitner mit dem Herrn Schnabel oder wird ihr zur Seite nicht ein roter Schnabel sitzen, sondern ein anderer roter oder eine rote Politikerin? Nein, schon Schnabel. Schnabel hat sich ja irgendwie, wenn ich das so richtig höre, fast als Wahlsieger bezeichnet, mit dem schlechtesten nach dem schlechtesten Wahlergebnis aller Zeiten. Das wird sicherlich Franz Schnabel sein. Die Frage ist dann ein bisschen, was im Bund passieren wird bei der Sozialdemokratie in den nächsten Monaten. Was glaubst du? Werden wir bis zur Kärnten- und Salzburg-Wahl noch ein Randy Wagner an der Spitze der SPÖ sehen? Ja, das denke ich schon. Möglicherweise über beide hinaus dann, aber möglicherweise nicht mehr. Die Frage ist halt ein bisschen, ob der Burgenländer kommen wird oder vielleicht doch noch eine dritte Person. Und Schnabel wird es nicht sein. Schnabel wird es wahrscheinlich nicht sein, obwohl er vielleicht dann schon. Ich hätte noch gern was zu Franz Schnabel gesagt. Ja. Es ist so, Franz Schnabel hat gestern am Abend dieses Konstrukt entwickelt. Ich könnte ja gemeinsam mit der FPÖ und dann vielleicht noch einer dritten Partei, das würde sich theoretisch ausgehen. Die Realität ist natürlich eine komplett andere. Also Niederösterreich hat 573 Gemeinden, über 400. Also die meisten sind ÖVP, der zweite Teil sind SPÖ-Gemeinden. Ja. Die haben wirklich, also die haben kein Interesse daran, dass sie in Zukunft von einem Freiheitlichen die Bedarfszuweisung oder kommen. Es gibt einen einzigen freiheitlichen Bürgermeister. Ich meine, das ist schon eine Kraft, wenn ich 573 Gemeinden habe, das ist die Basis. Und deswegen wird der Herr Franz Schnabel nicht so einfach sagen können, okay, ich mache da jetzt ganz was anderes. Noch dazu gibt es einen sehr starken Arbeiterkammerpräsidenten mit Markus Wieser, der ja auch schon immer für Höheres genannt worden ist, der wirklich voll auf die Sozialpartnerschaft setzt, der, glaube ich, nicht in Zukunft mit den Freiheitlichen verhandeln will, wenn es darum was geht. Also deswegen
so stark, dass er allein verhandeln kann, das glaube ich nicht. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob er dann in der konstituierenden Sitzung zur Wahl stehen wird. Glaubt Sie, wir werden in Kärnten und in Salzburg ähnliche Verluste bei der ÖVP sehen, möglicherweise etwaige Zugewinne für die FPÖ? Also ich habe jetzt das letzte Ergebnis in Kärnten nicht ganz im Kopf, aber ich glaube nicht, dass die ÖVP dort was verlieren kann. Die SPÖ? Die kann dort schon verlieren. Wir haben das in der Redaktion heute schon diskutiert. Was heißt das jetzt? Die FPÖ hat, glaube ich, bei den letzten Landtagswahlen in Kärnten deutlich unter 20% gehabt oder irgend sowas herum. Und sie hat, wie wir wissen, in Kärnten ein theoretisches Potenzial, das nach oben gar nicht gedeckelt ist. Allerdings gibt es da auch die SPÖ-Absplitterung Köfer und manches mehr. Wird auch spannend. Salzburg? Salzburg. Ist Haslauer schwarz oder türkis und damit möglicherweise eher außen vor? Das wird nicht die entscheidende Frage sein. Es wird eher die entscheidende Frage sein, ob er das Wählerpotenzial nochmal ausschöpfen kann. Ja. Ich meine, es gibt Umfragen, die zeigen, dass er ebenfalls mit Verlusten rechnen muss. Das wird man dann sehen. Und ich möchte nur da anschließen, Kärnten. Viele glauben, dass für Peter Kaiser alles schon gelaufen ist. Ganz im Gegenteil. Also er hat mehr Probleme bei der Abspaltung, ehemalige Team Straunach, Köfer und so weiter, der ja bei der letzten Gemeinderatswahl große Gemeinden erobern konnte. Also Kärnten wird links, aber Salzburg rechne ich schon mit Verlusten für die ÖVP. Ganz starke Verluste natürlich, genau. Die aber wiederum auf den Bund hingespielt werden. Also es ist nicht nur Pamela Rendi-Wagner, sondern bei Karl Nehammer wird nicht unmittelbar jetzt, aber wird irgendwann einmal dann auch das stark am Sessel gesägt werden. Und spricht das dafür oder dagegen, dass wir möglicherweise heuer im Herbst Neuwahlen auf Bundesebene haben? Das halte ich für ausgeschlossen, aber wir werden möglicherweise Neuwahlen an den Spitzen der beiden ehemaligen Großparteien haben. Aber also ich würde auch davon, also was Neuwahlen betrifft, bin ich mit Wetten schon mal daneben gelegen. Setze ich auf gar nichts, aber ausschließen würde ich auch nichts, weil wir ja wirklich in den letzten Jahren Dynamiken erlebt haben, mit denen wir dann zwei Tage davor nicht gerechnet haben und plötzlich war ein Bundeskanzler weg oder ein Parteichef oder sonst was. Ich glaube, dass, was wir noch gar nicht thematisiert haben rund um Niederösterreich, die anderen ÖVP-Landesorganisationen jenseits von Niederösterreich haben ja Niederösterreich immer mit Argusaugen beäugt. Wenn ich jetzt höflich sage, stolz war man selten auf die tollen Leistungen von Erwin Bröll und Johanna Mikl-Leitner, sondern man hat es halt zur Kenntnis genommen, die sind halt die Stärksten und die erreichen die besten Ergebnisse. Also müssen wir akzeptieren, wenn die im Bund bestimmen. Da glaube ich schon herauszuhören, dass im einen oder anderen ÖVP-Bundesland jetzt die Stimmung eine andere ist und dass sich in den nächsten Monaten da irgendeine Dynamik, vor allem nach Kärnten und Salzburg, eine Dynamik ergeben kann, die, wie es der Christian sagt, auch Karl Nehammer ins Trudeln bringen könnte. Darüber sprechen wir das nächste Mal. Danke vielmals Christian Rainer, Martin Gebhardt, Klaus Herrmann. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.